Suntei, sei ganz herzlich begrüßt zum aktuellen Adventstürchen. Ja, heute am 19.12. für den Montag. Und ja, wir schauen rein. Jetzt gehen wir ja in die wundervolle Weihnachtswoche. Am Mittwoch ist Sonnenwende. Da gibt es ganz spezielles Adventstürchen mit nochmal einer Einschwingung. Und dann gehen wir ja schon auf Weihnachten zu. Ja, dann schauen wir mal in die Lichtrunen mit den Lichtelfen, die Botschaft, was heute uns für uns kommt. Die ist verkehrt herum, decken wir auf. Ui, Partnerschaften haben wir und Kano. Ja, sie lag jetzt so, also kann man sie jetzt weder umgekehrt noch gerade deuten. Also würde ich ja mal sagen, sie liegt, ich glaube, so rum ist sie aufrecht. Wir haben Gebo-Rune und Kano-Rune. Wunderbar, das Licht hält Einzug. Also heute wundervoll für Öffnungen, gegenseitiges Öffnen in Partnerschaften, Beziehungsebenen. Gebo ist die auch die Geschenke-Rune, ganz klar. Also heute können wir auch mit göttlichen Geschenken rechnen, ja. Also tatsächlich wirklich auch ein materielles Geschenk, vielleicht schon ein Vorweihnachtsgeschenk, ja. Also auch hier das Licht kommt herein in alle Beziehungsthemen, in Begegnungen, ganz wunderbar, Erkenntnisse finden statt, aber auch wir selbst sind aufgefordert, uns ins göttliche Licht, denn Gebo ist auch eine göttliche Rune, wie die Kano-Rune auch, die Fackel, das Licht, das göttliche Licht, das Licht der Erkenntnis, das Licht der Bewusstwerdung. Also heute können wir wieder mit superschönen, positiven Begegnungen, Geschenken, Botschaften, Nachrichten rechnen. Das ist wunderbar. Natürlich steht es jetzt auch nicht nur die Gebo-Rune in Bezug zu anderen Menschen oder auch Tieren natürlich, Verbindung zu den Tieren, sondern natürlich auch in erster Linie zu uns selbst, also zum göttlichen Selbst, zum höheren Selbst, zum Gottesbewusstsein, also die Verbindung wirklich, ja, hier in deine Gotteskraft. Und auch hier ist dann natürlich heute ideal, wenn wir uns verbinden und mit der Christusenergie, dass wir heute Botschaften empfangen aus dem Göttlichen, auch von den Engeln, von Christus, von Jesus Christus, von Gott selbst, ja, also aus der Quelle. Und das ist auch nochmal zu mehr Gewahrsein, noch mehr Öffnungen kommt, übers Kronenchakra, ja, also wirklich, dass Eingebungen kommen, Botschaften aus der göttlichen Ebene und eben ganz klar auch das Miteinander. Ja, also lass auch du heute dein Licht scheinen, sei aus dem Herzen, begegne den Menschen aus dem Herzen, lass dein Licht in alles hineinfließen, ja, wirklich liebevollen Herzens mit der göttlichen Energie und auch deine Gaben, deine Talente, dafür steht Gebo ja auch, ja, deine gottgegebenen Gaben ganz auch heute wirklich strahlen zu lassen und andere teilhaben zu lassen. Ja, also das ist wirklich göttliches Licht, kommt da in alles hinein. Und ich ziehe mal noch eine Engelkarte hier. Schicken wir mal eine auf. Ach, da kommt ja schon der Aufstieg. Schau mal hier. Wundervoll. Ascension. Das passt ja. Na, mit dieser göttlichen Energie. Und ja, ein Baum, ein Lichttor, ein Portal und oben ist es ja wie Hände geformt, auch Licht dringt ein und hier geht's hinein. Also heute wirklich wunderbar. Wir haben die 4, die 3, das Irdische, das Göttliche verbindet sich zur magischen 7. Also auch hier heute wirklich ein ganz magischer Tag. Nimm dir Zeit, dich zu verbinden mit Gebete, Anrufungen. Hör dir schöne Sachen an, Musik oder Einschwingungen. Öffne dich für Botschaften. Also heute erfahren wir wirklich oder jeder, der sich hier mit der Gotteskraft, mit Jesus Christus und mit seiner Ich Bin-Gegenwart verbindet, erfährt hier heute eine
Öffnung oder ich sage mal wirklich eine weitere Stufe des Aufstieges, ja, des persönlichen Aufstieges. Und alles, was wir ja eben, wir können ja alles immer nur für uns selbst erstmal tun und erarbeiten und uns selbst weiter erhöhen, und dann fließt es ja in das ganze gemeinsame Bewusstsein rein. Das heißt, mit jedem Mensch, der eben sein Bewusstsein erhöht oder mehr aufsteigt, sage ich mal, Stufe für Stufe den Weg, den Meisterweg jetzt geht, tut er das ja auch für das Gesamte. Ja, also wunderbar. Und da machen wir doch gleich noch eine schöne Einschwingung. Jetzt mit dem goldenen Strahl, mit dem Licht aus der göttlichen Quelle. Ich lasse heute mein göttliches Licht scheinen. Göttliches Bewusstsein durchdringt jede Faser meines Seins, jede Zelle. Ich öffne mich. Göttliches Licht strömt über mein Kronenchakra herein. Ich empfange den Segen, ich empfange die Gaben. Und großzügig teile ich meine Gaben, meine gottgegebenen Gaben. Ich bringe Licht in die Welt. Atme ein und aus und sieh dich vielleicht auch durch ein Lichtportal gehen oder eine Treppe hinauf, wie du weiter in die höheren lichtvollen Schwingungen dich anhebst und ausdehnst zu den Meistern und Engeln. Und dieses Licht ganz in dir verankert wird, deiner Aura, deinem Energiefeld. Ich bin göttliches Licht. Ich bin bereit für den nächsten Schritt meiner Meisterschaft. Dankbar empfange ich alle Gaben und alle Gnade. Ich bin eins mit meiner göttlichen Gegenwart und eins mit Gott und den Engeln. Amen. Marame. Sei gesegnet. Ich freue mich auf das nächste Türchen morgen am 20. Und dann kommt ein ganz besonderes Special-Türchen. Bis dahin. Mhm.